Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Kämpfen. Was wollte ich sagen? Heute ist Wochenende, noch nicht ganz bei mir, aber wenn ihr das Video seht, ist schon Wochenende und deswegen spielen wir World of Tanks und ich werde so wie immer die vier Runden spielen, probieren nach den Sternen von rechts nach links zu gehen und ja, also dann bis gleich. Okay, es geht los mit dem schwedischen Panzer, mit dem Storf M42. Ich probiere natürlich von rechts nach links mit den Panzern zu gehen in vier Runden. Und wenn er kein mal 2 oder mal 3 hat, dann werde ich zum nächsten Panzer springen. Also sprich, wenn ich gewinne, jetzt bin ich gerade bei mal 3, kommt bestimmt danach mal 2. Ich weiß allerdings nicht, wie oft ich das mal 3 habe. Könnte auch sein, dass ich öfters mit dem Panzer spielen muss, um das mal 3 wegzubekommen. So, dann ziehen wir mal. Okay, schon mal ein Treffer. Das war bestimmt nicht der letzte. Okay, der hat gut gesessen. Noch ein so ein Schuss, dann ist er weg. Weg ist er. Oh, nice. Also ich denke mal, die Runde werden wir gewinnen. Haben wir eingenommen. Ich fahre jetzt hier runter. Ich probiere die abzufangen. Ich habe zwar noch keinen Kill. Vielleicht kommt das ja gleich noch. Okay. Alle down. Erste Runde geht an uns. Welchen Platz haben wir gemacht? Vielleicht kommt bestimmt Video angucken. Hier steht das. Da. Ach, da drunter was. Schlange nicht mehr gespielt. 2 Wochen nicht. Also ich war der drittbeste.
745, ja, der drittbeste. Lieber war nur stärker als ich. Und hier war, war doch der und der fünftbeste. Unter die Top 10. Also, let's go, nächste Runde. Bis gleich. Und es geht weiter mit den schwedischen Panzer. Ich habe immer noch die mal 3. Ich könnte zwar nachschauen, wie oft das ist, aber ich mach's lieber nicht. Sonst werde ich wahrscheinlich sehen, dass ich da 10 mal den schwedischen Panzer spielen muss. Okay. Aber gerade die Runde war ja schon mal sehr gut für den Anfang. Wollen wir hoffen, dass die anderen Runden auch so schnell und schön sind. Ada 64. A1 di C1. Berdua. Kalian? Ich glaube, die Runde werden wir verlieren. Da hinten war bestimmt den Hunter. Schauen wir uns mal schnell die anderen an, was die jetzt noch machen. Ein leichter Panzer. Und ein mittelschwerer Panzer. Oder bitte leicht. Weiß ich bitte schwer oder bitte leicht, weshalb? Schön. 2 gegen 2 noch. Oh, da kann sein Turm nicht drehen. Vorteil für den Leichten. Schnell weg da. Ne, jetzt ist er weg. Das war ein Fehler. Seite. Er hätte rechts lang fahren müssen.
Wird das ein Unentschieden? Oder gewinnen wir noch? Das hat in der Hand dann nicht mehr im Radar. Sich bewegt, ist er wieder wahrscheinlich auf dem Radar von den anderen. Er möchte aufklären und der Hunter schießt dann von dort runter. Ach nee, da ist er da. Ganz knapp dran vorbei. Ah, jetzt ist er down. Noch 11 Lebenspunkte hat er. Schade. Also war doch noch ein bisschen spannend gewesen, leider verloren. Dann werden wir noch mal schauen, welche Platz ich gemacht habe. War ja jetzt nicht ganz so gut von mir. Es war okay. Aber es war eigentlich perfekt. Der zweitbeste aus meinem Team und insgesamt der viertbeste. Oh, gut, gute Platzierung. Vorhin war ich besser und da war gewonnen. Ne, schlechter und da war gewonnen. Na gut, dann würde ich mal sagen, geht's weiter. Nächste Runde. Viel Spaß. Die nächste Runde geht los. Wieder mit den schwedischen Panzer. Diesmal 3 ist immer noch nicht weg, aber ich habe ja auch gerade nicht gewonnen. Deswegen versuchen wir jetzt auf ein neues, ein Sieg. Niemand. Okay, keiner hier. Ein Baum fällen. Dem muss ich an der Seite ranfahren oder von hinten. Kette beschädigt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der ging nicht durch. Thank you.
So ein bisschen Ballett hier, ne? Ein Walzer, besser gesagt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Immer hinten auf den Tank schießen. Keinen Schaden gemacht an denen. Ich glaube, noch ein, zweimal getroffen. Ach ja. Schauen wir mal weiter, was die anderen machen. Die letzten beiden Hunter. Oh, schön. Zwei gegen zwei. Da rechts. Ah, die Adresse ist bestimmt gleich kaputt. Zum Schuss, dann ist er weg. Ah, daneben geschossen. Ich glaube, das hinten ist die Zoom, mit der ich gekämpft hatte. Die Zoom. Die AF2. Schuss. Ja, schade. Ganz knapp. Na gut, dann spielen wir nochmal den Schweden. Wie ist die Bewertung? Top 10, oder? Von 14. Weiter geht's. Nächste Runde. Bis gleich. Die nächste Runde geht los. Wieder mit dem schwedischen Panzer. Es ist wieder nur ein schwedischer Tag heute. Ich denke, jetzt werden wir gewinnen die Runde. Na, daneben. Such so einer und die sind fertig.
Oh. Hat er mich getroffen durch dieses kleine Loch da. So, so, so. Wir schauen, was die anderen alle machen. Also, ich glaube, wir gewinnen doch nicht. Keine freie Bahn oder kein freies Schussfeld. Aber wenn der AFK ist, jetzt kümmern sich drei Stück um den Typen, der AFK ist. Ob das so eine gute Idee ist. Wer wird als erstes von den dreien sterben? Weil die gleich von hier ankommen. Ach, der ist ja gar nicht AFK. Nicht mehr. Okay, weiter geht's. Die anderen beiden sind zu langsam, deswegen nehme ich den kleinen hier. Schau ich mir den an. Zwei schwere, ein mittlerer gegen einen schweren, zwei mittleren und einen leichten. Oh, da. Achtung, da kommt einer. Von dieser Ansicht sieht man auch, viel besser als wenn man selber fährt, finde ich, oder? Ach, schade. Nur noch ein schwerer. Ne, das haben wir verloren. Ein Sieg, drei Niederlagen. So, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Schauen wir nur noch schnell die Bewertung an. Ob ich vielleicht das Schlechteste war oder das Zweitschlechteste. Wie schlecht war ich von der Bewertung? Schlecht bis schlecht. Letzter Platz. Vorletzter. Naja, Zweitschlechtester. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal dabei seid. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.